Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück in unserem wunderschönen kleinen Reich hier bei Foundation. Wir haben beim letzten Mal ja hier doch endlich mal ein bisschen Arbeit geleistet. Ich denke, dass wir... Hä? Ein Gesandter bittet um eine Audienz? Was ist denn bei dir? Der Krieg kommt, wir sind vorbereitet und werden... Eigentlich sind wir nicht wirklich vorbereitet und würden uns freuen, wenn wir ein paar helfende Hände hätten. Am besten mit Schwertern oder Äxten. Wie wäre es, wenn sie uns einige ihrer Truppen zur Hilfe schicken? Oha. Da kriegen wir 1000 Schleifen für, wenn wir 5 Soldaten senden. 20 Wein. Mehr Einfluss. Ich würde sagen, wir probieren das mal. Muss aber erstmal schauen, dass wir ein bisschen Manpower dahin kriegen. So, da haben wir nur 3 von 5. In der Eisenmine können wir, glaube ich, mal ein paar entbehren. Na komm, Kunigunde, raus mit dir. So, 4. Dann nehmen wir dich hier auch noch raus. 5. So, Missionsaufbau öffnen. Haben wir nur 2. Warum habe ich jetzt hier nur 2 Soldaten? Ah, weil die gerade erst reinlaufen. So, Philipp ist jetzt auch da. Kommen wahrscheinlich gleich noch mehr. So, machen wir ein bisschen schneller bitte. So, Amelia und Kunigunde. So, ihr Lieben, dann kämpft und siegt für uns. Sende 5 Soldaten nach City nehmen. Soldaten gruppieren sich neu. Alles klar, dann gruppiert euch mal neu. Da sind unsere Soldaten. Zack, die Soldaten sind aufgebrochen. Way! Na dann kämpft und siegt. Und kommt vor allem wohlbehalten wieder zurück. So, Dille, die Baustelle hier mit der Kirche nimmt noch ein bisschen Zeit in Anspruch. Das Geld haben wir schon mal vor Ort, das ist gut. Die Kirche braucht hier Sparschwein, man kennt's ja. Steine fehlen allerdings noch einige. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir da... Wobei, brauchen wir da so viel Manpower mehr? Ich weiß es gerade nicht. Gut, hier die Bauarbeiten, da hat sich natürlich noch keiner gekümmert, weil alle noch bei der Kirche gerade zugange sind. So, was ist jetzt los? Ohne Zoneneinteilung? Ah, okay. War nur eine kurze Meldung. Na denn, da sind schon unsere beiden neuen Dorflarrys. So, und ich denke, da wir ja jetzt doch mal... die ein oder andere Mission bekommen könnten, sollte ich die beiden hier zuweisen. Was wir entsprechend mal mehr Manpower da haben. Endlich! Jetzt kommt mal jemand auf die Idee, Bretter zu bringen. Mein Gott! Da hatte ich aber die Muse der Weisheit geküsst, dass du endlich mal Ressourcen holst, wovon noch gar keine da sind. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Way, sehr schön. Eine weitere Butze der nächsten Stufe. Ich frage mich, was diese Ausbaustufe beeinflusst. Das würde mich mal gerne, würde mich mal interessieren. Damit ich weiß, inwieweit ich das dann positiv beeinflussen könnte, dass hier Sachen ausgebaut werden oder eben nicht. Dass man das Ganze mal ein bisschen steuern kann. Oh, noch jemand bringt 10 Bretter. Way! Warum holt nicht mal einer die letzten 24 Steine, die fehlen? Ist jetzt nicht so, dass die im Nirvana sind. Hier sind zum Beispiel 55 vor Ort. Das wären alle, die wir noch brauchen. Hm, mach doch mal. Seid doch mal so nett. Oder wäre euch das zu einfach? Zu schwer? Habt ihr keinen Bock auf Steine schleppen?
kloppt euch darum, wer die Steine schleppen soll. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So. Ich würde jetzt mal interessieren, was mit den Soldaten ist. Stehen die... Ach, hier hinten stehen die jetzt alle. Okay, ist das jetzt ein Bug oder... Bereite mich auf die Arbeit vor. Hm, keine Ahnung, ob das jetzt ein... Sie sind in der Nähe von Image. Ja, dann. So, geht doch. Hör einfach auf rumzumäkeln. Und mach einfach. So, das Hauptgebäude ist schon mal fertig. Da fehlen jetzt aber immer noch die Glasscheiben. Müsste mal jemand holen. Ach, hier müsste mal so vieles gemacht werden. Sehr schön, jetzt sind wenigstens ein paar Larrys zugewiesen. Hat er nicht noch einer 10 weitere Bretter geholt? Ach so, stimmt, jetzt sind ja auch 10 von 20 nur noch. Ja, okay, macht Sinn. Sollen wir das mal priorisieren? Machen wir mal, oder? Vielleicht geht es dann ja doch noch einen Tacken schneller. Ach ja, stimmt, der Eingangsbereich, der wäre auch nicht verkehrt. Hinten sind wir auch schon fertig, sehr schön. Und zwei weitere Dorfbewohner schließen sich an. Way! Du bringst jetzt ein Werkzeug. Dein Ernst? Was stimmt denn nicht mit euch? Okay, wahrscheinlich sind das die Sachen, die notwendig sind hier für den Eingang, der da noch kommt. Das könnte natürlich sein. Ja, okay, dann gehen die wahrscheinlich immer nach Projekten vor, sozusagen nach Gebäudeteilen und bringen dann immer das, was noch für das Gebäudeteil, wo die jetzt dran sind, gebraucht wird. Hier zum Beispiel dann der Eingang. Deine Soldaten sind von der Mission zurück. Hui! Gibt's da so einen Abschlussbericht? Wahrscheinlich nicht. Da sind sie jetzt schon. Oder sind das andere? Wo laufen die überhaupt hin? Egal. So, haben wir schon die beiden neuen Larrys? Nein, noch nicht. Schade, schade. Na, guck, 25 Werkzeuge. Das ist doch mal eine etwas nettere Zahl. Wenn jetzt noch jemand die nötigen Steine und den ganzen Rest bringen würde, wäre das ein Träumchen, ihr Lieben. Stimmt, wir haben ja noch ein paar Wasserspeier, glaube ich, positioniert. Die werden wahrscheinlich auch noch separat gebaut. Ich glaube, da war einer und da war einer. Bin mir jetzt gerade mal nicht sicher. Da hätte ich es geil gefunden, wenn man die Wasserspeier nicht nur oben drauf... Ah, Auftrag abgeschlossen. Way und ein freies Territorium. Ja, ein Träumchen ist das. So gönnen wir uns den Berg, den wir sowieso haben wollten. Sonst wollen wir gerade sowieso zu viel Geld überhaben. Holen wir uns das hier auch noch dazu. So. Bleibt noch der Kirchenauftrag. Da fehlt uns leider noch was. So, hier haben wir jetzt schöne Punkte, die wir ausgeben könnten, wenn wir denn hier genug Prunk hätten. Was leider nicht der Fall ist. Müssen wir wohl nochmal den ein oder anderen, die ein oder andere Festung bauen. Aber wir werden da oben bald jetzt erstmal das Kloster errichten. Ich frage mich, warum das, ach, demnächst verfügbar. Das kommt dann vielleicht noch. Kann sein, dass das jetzt im Early Access, also entweder liegt es daran, dass es im Early Access noch nicht freigeschaltet ist oder uns fehlt noch irgendwas. Dass wir vielleicht eine bestimmte Größe brauchen oder so. Wenn das so wäre, dass es hier jetzt noch an was mangelt, wäre das fein gewesen, wenn man das denn irgendwie kommuniziert hätte. Folgt später, weil noch Einwohner fehlen, bla. Keine Ahnung. Irgendwie sowas halt. Hier werden jetzt einige schicke Häuser gebaut. Finde ich tendenziell super. Warte, hatten wir jetzt schon die beiden... So, nee, da sind sie. Wo teilen wir euch zu? Teilen wir euch auch dazu? Ja, komm. Mehr Soldaten haben ist immer gut.
So, wie schaut's jetzt aus? Wird die Kirche endlich mal fertig? Der Wasserspeier da oben steht schon. Es fehlen noch 11 Steine, 9 Werkzeuge. Eins kommt immerhin schon. So, dann wird das hoffentlich mal bald hier fertig werden. Und wir haben endlich die Mission erfüllt, dass wir eine Kirche haben. Na, da war ich jetzt nicht schnell genug zum Lesen. Schade. So, wollen wir... Oh, schon wieder zwei neue. Schön! I like. Oh, da kommen 10 Steine. Super, da brauchen wir nur noch einen. Schön. Der wird dann wahrscheinlich für den letzten Wasserspeier sein. Oder für den Eingang, man weiß es noch nicht. Hauptsache, wir kriegen hier den heiligen Prunkpalast endlich mal durch. Nur Platz für 33 Bewohner? Warum? Trotz dieser Zusatzflügel? Echt jetzt? Und jetzt wartet ihr wieder auf den Baumeister. Euer Ernst. Hat wieder keiner gerade Dienst. Oh Mann. Ja gut, dann ist das halt so. Ach, guck an, zwei erbarmen sich. Schön. I like. So, da wird auf jeden Fall jede Menge Mann verkauft. Da gibt es immer noch nichts Zweites. Hier gäbe es theoretisch mehr Wein und Honig. Hm, ich frage mich, wie und wann wir an Wein kommen. Ich stecke fest, während ich nach Haus ging. Oha. Mein Lord, wir müssen helfen. Wer braucht jetzt wieder was? Fisch können wir gar nicht liefern, deswegen behalten wir das für uns. Tja, schade, schade. Ich hätte es ja gern gemacht, aber... Gibt die Karte leider nicht her. Ah, okay, verstehe. Weil die Häuser noch nicht fertig sind, stellen die sich jetzt einfach da rein, um zu ruhen. Beziehungsweise wahrscheinlich machen die anderen das genauso. Also man sieht die reingehen und dann stehen die einfach da. Und hier sehen wir die einfach. Oh, die Laune hat sich ein bisschen gesteigert, auch wenn es 6 Larrys noch an einem Dach über dem Kopf fehlt. Tja, die Kirche verschlingt halt sehr viel Ressourcen. Vor allem Manpower. Aber die ist ja auch gleich schon fertig. Hoffe ich zumindest, wollen wir nochmal ein Tempo drehen. Komm, wir drehen nochmal ganz kurz das Tempo ein bisschen höher. So, Bretter haben wir dann alle, das ist schön. Oh, jetzt fangen sie schon an, die Glasscheiben zu holen. Hört, hört. So, der zweite Wasserspeier ist auch fertig. So, jetzt fehlen noch Türmchen und Eingang. Und siehe da, wir haben einen riesigen Prunkpalast für Gott gebaut. Ein wunderschöner Käfig. So, Türmchen ist fertig. Ein Stein und 7 Werkzeuge fehlen noch. Das Glas ist schon auf dem Weg. Warum holst du ein einzelnes Werkzeug? Was stimmt nicht mit dir? Oh, sieht doch richtig schick aus, das Glas hier, oder? So, nochmal 5 Werkzeuge. Jetzt hier noch ein Werkzeug und ein Stein und dann sind wir endlich durch. Hoffen wir, dass wir das noch sehen werden. Und wieder 2 neue Dorflerisse. Für meinen, habe ich die von gerade schon überhaupt zugewiesen? Nein, habe ich noch nicht. Crank! Da war ja was. Komm, dann machen wir mal hier den Horchposten voll. Und da weisen wir hier auch mal wieder einen Soldaten zu. So, da kommt das letzte Werkzeug. Es ist unterwegs. Sehr schön. Mann, 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 Leute, dann haben wir endlich mal den Prunkpalast fertig. So, wo fehlt jetzt noch das eine Teil? Und was ist das überhaupt, weswegen noch ein einzelnes Werkzeug fehlt? Ich meine, die Tür sieht fertig aus. Na, guck, jetzt werden hier auch Häuser gebaut. Zack, und der Auftrag ist abgeschlossen. Wir sind durch mit der Kirche. Way! Und können immer noch keinen Schreibraum bauen. Na gut, dann ist das so.
So. Sehr schön. Ich denke, das dürfte der Laune auch zugute kommen. Sehr schön. Da fehlt es jetzt weniger Larrys an Glauben. Super. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt euch. Was? Nein. Das Doof ist, man weiß nie, wo der war, ne? Das sieht man leider nicht an Stelle. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Das ist doch eine bessere Nachricht. Ja, guck, neue Kirche steht und schon steigt die Laune ins Unermessliche. Ein Träumchen. Oh. Weisen wir mal da ein zu. Hier können wir wahrscheinlich immer noch keinen Priester. Nope. Vielleicht können wir ja einen Priester machen, wenn wir das Kloster haben. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den Rest wieder einigermaßen auf Spur bringen. So, was sagt hier die Getreidefarm? Die Weizenfarm, die hat noch genug Arbeitskraft. Das ist super. Da könnte noch einer hin. Mein Gott, kaum steht die neue Kirche, schon ist die Laune so dermaßen weit oben. Aber wir bräuchten tatsächlich noch ein bisschen mehr Mampf für die hungrige Meute. Da fehlt's an Weizen. Hm. So, wollen wir mal unser Kloster anfangen, oder? Ich weiß nicht, mich interessiert dann noch, warum ich das nicht, ne, ich meine, demnächst verfügbar. Das kann auch, wie gesagt, sein, dass es programmtechnisch wegen des Early Accesses ist. Oder wir könnten natürlich erstmal noch einen... Ach, guck an, der Markt ist fertig. Ja, schön. Dann machen wir doch mal hier. Brot. Und weisen da noch einen freien Mitarbeiter zu. So, wo haben wir denn noch Bedarf? An irgendwelchen kritischen Stellen? Ich glaube nirgendwo. Ach, guck an, da steht die Wache neben der Tür. Das ist ja lieb. Passt auf, dass ich schon Boom mache. Wunderbar. So, wie gesagt, da müssen wir echt noch ein bisschen was tun in Sachen Prunk. Ich würde vorschlagen, wir holen uns dieses Territorium jetzt einfach mal. Weil wir dann hier quasi noch höher bauen können. Wo war's? Bin ich blind? Herrenhaus, hölzerner Bergfried, Entschuldigung, da war's. So, Hauptgebäude. Schön hoch das Ding. Holzblätter. Mist. Komm mal. Warum? Warum du verschwinden? Du kriegst uns zwar Holzplatte B. Da. Türchen dran. Zierfahne, Moment. Noch ein paar Trainingspuppen. So, das Holztor.
Warum auch immer man nicht die Holzmauer direkt mal bauen kann. Aber egal, wir machen das jetzt so. Wir warten dann, bis das Holztor steht und dann können wir da entsprechend den Zaun später drum ziehen. Ihr Lieben, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.